So, einen wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zu Clicker.io. Alter. Mein Test Creative Server Let's Play. Folge 140. 141. Holy shit. Oh, wisst ihr was? Komm, ganz ehrlich, ihr fuck off. Ich lutsche mal ein. So. Damit ich ein bisschen Mundspeicher bekomme. Nicht sehr schön, aber sehr fein. So, was machen wir denn am dümmsten? Ich würde mal sagen, erstmal anmelden. Ja, ist das Wichtigste. So, und dann, genau, machen wir Hotel weiter, müssen dann auch mindestens 2 Steine reinziehen und dann erstmal das Dach. Und dann, wie gesagt, wäre die Frage, ob wir tatsächlich noch eine Etage drauf machen. Ich gucke dir mal das Hotel ein bisschen von Weitem an und dann entscheiden wir mal, ob da noch eine Etage drauf kommt oder nicht. Ob das eine gute Idee ist oder nicht. Okay. So. Erstmal hier Scheiß ablegen und Steine holen. Achso, für Steine holen müssen wir jetzt im Lager. Lass mich zum Lager, bitte. Achso, halt, ich muss ja trotzdem erstmal meine Taschen entleeren. Sonst passen da gar keine Steine mehr rein. Ja, wird ein bisschen eng. Ach komm. Ich pack die Scheiße einfach wieder in den Rucksack rein. Dafür war er ja da. So. Ich mag diese Bonze. Schmeckt lecker. So. Was wollte ich jetzt holen? Ich weiß gar nicht. Genau, Steine. Ein bisschen Gestein. So. Jetzt müssen wir wieder... Obwohl, nee, wir brauchen definitiv mehr. Wie viel Platz haben wir denn? Nicht so viel. Okay. Du kannst mal direkt weg. Sollte der vom Platz her reichen. So. Haben wir das Inventar einmal voll gemacht. Sehr schön. Und schön ist der Sprint alle. Ha. Ein Spitterling! Hui! So. Genau. Stell dir vor, durch die Schrägen sieht das Ding selber aus wie eine Ruine. Und wie ein bisschen witzig. So, siehst du, eigentlich kann ich hier das hier so machen. Kann man, wenn man hier rauf geht, so und dann schräg rauf springen. Easy. Boah, ist ja voll genial und so. Achso, siehst du hier vorne die Ecke noch? Lalalala. Hä, spinn ich oder haben wir hier? Hä? Oh, wir waren ja noch gar nicht fertig mit der mittleren Schicht. Lol. Ja.
So. Das heißt, hier müssen wir sowieso noch ein bisschen Mauerwerk nachlegen. Hä? Habe ich jetzt hier 3 hoch gemacht? Ja, ich habe 3 hoch gemacht. Ach, scheiße, die waren dann hier. Oh. Ach, komm jetzt. So, die Frage ist hier, das Indings. Wie gestalte ich das von der Optik her? Ich glaube mal, hier kommt später hier nochmal eine Steinreihe raufpacken jeweils. Ich glaube, das wird optisch nicht so schön wirken. Nee, lassen wir mal. So, der erste Steinstack ist bereits aufgebraucht. Du kannst unten jetzt auch liegen bleiben. Du klatschst mir nur das Inventar voll. Kann ich gerade nicht so gebrauchen, nee. So. Jetzt kann ich mit der nächsten Reihe weitermachen. Easy. So sollte das doch sein. Perfekt. Tja, so langsam nimmt das Ding hier echt Dimension an. Ich hatte immer noch ein bisschen Angst, dass wir uns hier mit übernehmen. Aber mittlerweile muss ich sagen, wenn man mal bedenkt, dass wir mittlerweile die Mauern schon hochgezogen haben, und das eigentlich eins der Sachen ist, die so relativ lange dauern, ich würde mal sagen, das ist tatsächlich relativ gut. Was halt noch mal sehr lange dauern wird, ist das Dach, diese Schräge hinzubekommen. Weil das ist halt etwas, ja. Ich meine, klar, wir haben das Replacement-Tool, aber glaubt mir, auch damit dauert das relativ lange. Ich meine, ob es jetzt genauso lange hochzieht, genauso lange dauert wie das Mauern hochziehen, ist jetzt eine andere Sache. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Vor allem ist das halt so eine typische Frickelarbeit. Das heißt, da wo wir relativ uns, ja, wo wir uns relativ häufig verbauen werden und dann immer wieder nachbessern müssen. Und das ist eigentlich das, was darin am nächsten dauert. Ich meine, klar, wir können natürlich auch den Flight Mode anmachen. So kann man natürlich Stecher am schnellsten bauen, aber das will ich im Let's Play eigentlich nicht machen. Ich meine, man wird ja wohl noch von uns verlangen können, dass man hier mal legit ein Dach bauen kann. Ich meine, auf normalen Servern, wo man keine Flyer-Rechte hat, kann man ja auch ein Dach bauen, oder? Also werden wir es ja wohl auch immer im Let's Play schaffen. Dauert halt bloß ein bisschen länger. Und ist vielleicht ein bisschen nervenaufreibender. Aber gut. So, was wir jetzt noch machen, wäre vielleicht das hier. Dass wir die Türen gleich mal zumachen hier. Upsala. Eigentlich habe ich gleich massig Steine mitgenommen. Ist ja hier ein Verbrauch. Das ist ja. Boah. Okay. Jetzt haben wir schon mal eine brauchbare Höhe. Jetzt mache ich überall noch Dach drüber. Ja, das klang gerade grammatisch ganz schön falsch. Aber ich lasse es einfach mal so. Die Frage ist, machen wir das Dach durchgehend? Ja, ne? Also, hier drinnen natürlich nicht, aber hier außen einmal als Ring. Macht wahrscheinlich Sinn. Doch, machen wir. Okay. Das heißt, das hier wieder. Diese scheiß Decken reinziehen immer. Oh, den hätte ich da weglassen müssen. Sonst komme ich hier nicht mehr rauf später. Okay, den machen wir wieder weg. Das wäre doch ganz schön kontraproduktiv. Lasse ich hier jetzt immer noch frei oder mache ich tatsächlich jetzt auch eine Decke drauf? Ne, ich glaube, ich mache tatsächlich eine Decke drauf. Das lohnt sich.
wird. So, so, so. Perfekt. So, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Genau. Die vordere Front lassen wir erstmal als Aufstiegsmöglichkeit. Ja, danke dafür. Ein gottverdammter Hurensohn. So. Na komm jetzt. Kommst du, Cathy, kommst du? So, jetzt ziehen wir hier einmal blank. Langweilig. Ach ja. Schönes Wetter draußen. Sonne geht gerade unter. Gut, sehe ich leider nicht, aber ich sehe halt, dass es draußen gelblich wird und gelbliche Tönung heißt immer, dass wir gerade zu weit bauen. Ja, scheiße. Nee. Gelbliche Tönung heißt immer, dass es die Vorstufe für rötliche Tönung ist. Und die rötliche Tönung kommt durch die Rotverschiebung, weil die Sonne sich schon nicht so schnell entfernt. Alter. Ich glaube, wenn sich die Sonne so schnell entfernt, dass wir eine Rotverschiebung hätten, dann sollten wir uns Sorgen machen. Nein, natürlich nicht. Der rötliche Farbton beim Sonnenuntergang kommt ja natürlich durch die Atmosphäre. Oh. Da kamen ein paar Blüten dazu. Das habe ich voll gemerkt, habe ich voll gesehen, ne? Habe ich voll gecheckt und so. Bin ich voller Checker. Von checksten Doodle. Dieses ultra langweilige Blöcke aneinander setzen. Und ich meine mit Flight wäre das halt ultra einfach. Mit Flight würde ich das einfach so machen. Bam, ist einfach so hier. Lalalalalalala. Es geht halt viel, aber nein. Was ich nicht verstehe, ist, es gibt Scrant Me, aber es gibt kein Revoke Me. Nein, bei Revoke müssen wir wirklich immer reinschreiben, Revoke Walker. War falsch? Oh, nix. Das ist so dumm, warum ist das so? Das ist Bullshit. So. La. Volles Idle Game hier gerade. Ich idle den ganzen Tag. Der letzte Block war irgendwie falsch, kann das sein? Sorry. Aber wir müssen ja auch später auch wieder raufkommen. Von daher. So. Genau, hier vorne kann ich eigentlich direkt verbinden miteinander. Das heißt, ich mach mal. Warte mal kurz. Wenn wir hier lang kommen, weil wir bereits hier einen Stein vor der Fresse haben, das wird nichts. Das heißt, ich mache den Stein auch nicht da, sondern erst da. Die hier lassen wir auch noch frei. Wird zwar später alles so gemacht, klar. Aber erst später. So, Bronze ist weg. Aber mein Mund ist wieder feucht. Das heißt, ich kann den nächsten Blowjob vollführen. Wer will? Spaß. Nein, ich kann wieder normal reden. Mit frecher Stimme. So, wir haben Blöcke gebaut bis. Ups, ich hab schon viel mehr Blöcke gebaut. Ah ja, doch, geht eigentlich. Okay. Dann kann ich hier, upsala, dann kann ich hier tatsächlich auch noch einen Block hinsetzen. So. Also ich denke mal, wenn man hier runterfällt, das tut schon ein bisschen weh.
Man schwimmt davon auf jeden Fall nicht, das schon, also das schon nicht. Aber man kriegt trotzdem ein paar Herzen abgezogen. Ein paar. Jetzt nicht unbedingt so viele, ne? Aber. Och, Alter, was macht denn schon wieder? Mann! Weg mit dir. Ich werde langsam den Nil. So. Wow! Was habe ich gerade gesagt? So mit Schmerzen und so. Komme ich daran? Ja. Oh, das war der letzte Block. Tja, tja. Schwupps, na komm. Yay! So, das müsste jetzt eigentlich von unten relativ geil aussehen, oder? Wenn man jetzt unten reinguckt, doch, das mit dem hohen Dach sieht geil aus. Ja, Digga, sieht sowas von arschgeil aus. Oh, da kann man richtig schön was draus machen. Richtig schön offener, hoher offener Empfangsbereich. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Hier raus kann man richtig was machen. Gefällt mir. Okay. Weiter. Stürz in den Tod, Ronny. Stürz in den Tod. Los. So. Doink, doink, doink. Yay! So. Ach Gott. Über was könnte man noch reden? Was habe ich noch so gemacht in letzter Zeit? Ich meine, ich habe doch ein Clicker-Game gemacht, ein Clicker-Game erstellt, programmiert. Aber wenn ihr darüber Informationen haben wollt, dann guckt lieber mein Clicker-Let's Play. Also mein Clicker-Hero-Let's Play. Und zwar die Folgen, die auch heute rauskommen werden. Nein. Heute ist Dienstag, genau. Die Folgen, die letzte Clicker-Hero-Folge von gestern und die erste Clicker-Hero-Folge. Nee, was rede ich da? Ich habe ja gestern für heute aufgenommen. Also von heute die ersten beiden Clicker-Hero-Folgen. Genau. Ich weiß gerade nicht, welche Folgennummern die haben, deswegen, ja, sorry. Aber es kommen pro Tag drei Folgen raus von Clicker Hero. Ne? Und in den beiden ersten Folgen von heute, da präsentiere ich ein selbstgeschriebenes Clicker Game. Was rein zufällig komplett von Clicker Heroes abgekupfert ist, aber halt selbst programmiert. Einfach just for fun. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Aber gut, wie gesagt, das ist nur für die Leute, die es interessiert. Wir machen hier Mindtest. Mal gucken, vielleicht programmiere ich auch irgendwann mal ein eigenes Mindtest. Ich meine, ich habe ja schon mal so mit Grundstrukturen angefangen. nein, es ist noch keine spielbare Version. Es ist einfach nur, zeige einen Block in einer 3D-Welt da. Das war's. Wobei, nein, zeige schon mehrere Blöcke an und zwar zeige einen kompletten Chunk an. Also 16 mal 16 mal 16 Blöcke. Das habe ich schon. Mehr noch nicht. Keine Spielerinteraktion, keine überhaupt irgendeine Interaktion mit den Spielobjekten, weder vom Spieler aus noch irgendwie weltintern. Von daher, diese Welt, die ich erstellt habe bisher, ist trostlos und leer. Ich habe da auch nicht wirklich weiter aktiv entwickelt, muss ich auch dazu sagen. So, hier lasse ich komplett frei, genau. Und dann, oh ja, warum ist hier eine Lücke? Ach so, der Aufstieg. Weißt du was? Komm, leck mich am Arsch. Ich mache mal hier komplett zu. Denn wir haben ja die Treppe, die nach da geht. Die haben wir ja noch. Das heißt, die Treppe brauchen wir gar nicht mehr. Am Anfang sehr schön, ja, aber jetzt ist sie einfach useless geworden. Die braucht keiner mehr. So. Perfekt. Das gleiche machen wir auch gleich auf der anderen Seite. Einfach because we can.
Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht machen wir oben sogar so ein bisschen ne, so große Glaspaneele rein. So immer, ich meine, das Dach hat hier 5x5 Blöcke. Das heißt, man kann immer so 3x3 Glaspaneele reinbauen, wo das einfach um das Sonnenlicht reinkommt. Aber gut, wie gesagt, darum machen wir uns später Gedanken. Jetzt mache ich erstmal Rohbau und ich meine, gut, wir hätten da an der Stelle gleich Löcher lassen können. Aber gut. Dafür ist ja zu spät. Um da vorher schon Löcher drinnen lassen zu können, hätten wir es schon vorher überlegen müssen. Haben wir nicht. Dumm gelaufen. Eigentlich kann die Seite hier komplett zu. Ich meine, wir sind ja hier soweit fertig. Nee, ich lasse es mal doch. Ich lasse es mal noch. Dann haben wir, ich meine, gut, ich könnte auch einen Leiter ranbauen. Ne? Ich habe hier noch 70 Leitern in der Tasche. Wäre vielleicht sogar eine ganz kluge Idee. Okay, komm, ich baue vorne gleich komplett zu. Dann, ja, haben wir es hinter uns, haben wir hier schon mal Ordnung. Dann klatsche ich irgendwo eine Leiter hin und das war's dann. Müssen wir wenigstens nicht immer so eine Treppe hochspringen hier. Ja, das war super intelligent. Das war auch intelligent. Ich bin ja heute von intelligent umgeben, geführt. Auf dem rechten Weg und so. Das glaubst du gar nicht. So, wir kommen jetzt hier wieder runter. Fallen! Nein, lieber nicht. Das wäre ein Phallus Interrupturus Aurus. Aber sowas von. Gut, ich würde mal sagen, wir nehmen gleich mal die Fläche hier, das sieht gut aus, und bauen hier eine Leiter ran. Upsala. So. Sehr schön. Das gleiche dann auch auf der Seite natürlich. Ja, das hat perfekt funktioniert. Danke, danke. Oh, ein Hurensohn. Jetzt sind die Steine auch noch leer. Ich glaube das nicht. Ich denke, das Spiel möchte mich verarschen. So, jetzt haben wir hier noch. Ach komm, ruf da. Und dann. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und die letzten beiden. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oha. Tja, ich bin gerade am Überlegen. Weißt du was, machen wir am besten doch direkt. Wir machen mal hier immer 3x3 wieder raus. Ich hoffe, das ist keine dumme Idee. So, dann haben wir hier noch. Okay, komm. So. Und so. Perfekt. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das dann ins Dach integrieren, ne, damit es auch vom Dach her geil aussieht, weil dann müssen ja die Löcher ja auch im Dach drin sein. Und wie wir das dann gestalten, bin ich mir gerade noch komplett unschlüssig. Aber von unten ist es halt eine geile Idee, dass das oben so offen ist. Hat man quasi einen zwar an sich geschlossenen Raum, aber halt eine. Sonnenlicht von oben ist immer geil. Vor allem, wenn die Sonne immer oben am Horizont steht. Dann kriegst du immer direkt Augenbrand, wenn du hochguckst. Ja. So, from die daher, würde ich mal sagen, oh, es sieht schon geil aus, wenn man hier so reinkommt, ne? Also, die Atmosphäre ist schon da, obwohl bisher nur die Grundmauern stehen. Schon geil. Wobei es halt auch jetzt bisher halt unglaublich an Lost Place erinnert, ja? So, irgendwie so, so uraltes Hotel, verlassen, nicht geliebt von niemandem, nur von sich selber und den Ratten, die in irgendwelchen Wänden leben.
So, dann müssen wir hier noch das Dach fertig machen. Und ich tut jetzt mal meinen Arsch weh, Alter. Ich habe auch heute den ganzen Tag nur gesessen, ganz ehrlich. Ne, erst Homeoffice, Schule hier. Direkt in Anschluss der Schule dann noch Schülern geholfen. Dann kurz Clicker-Heroes aufgenommen. Dann wieder dem Schüler geholfen. Und jetzt dann quasi die Aufnahmen, die ich jetzt gerade mache. Minecraft und so. Mann, warum komme ich jetzt immer auf Minecraft? Ist auch egal. Auf jeden Fall mal nicht mein Test. Ja. Von daher kam mein Arsch zwar in dem Moment in Ru zur Ruhe, einfach weil er die ganze Zeit nur gesessen hat, aber genau das ist das, was jetzt gerade viel weh tut. Ich sollte mal meinen Hintern vertreten. Einfach raus, ein bisschen spazieren, schön Corona verteilen. Ein Traum. Naja. So, haben wir das doch hier auch gleich mal fertig. Ist doch gar nicht mal so schwer. Ist doch gar nicht mal so schwer. Also krieg ich das jetzt hier in eine Reihe? Ich mach's mir erstmal andersrum. So rum, weil da habe ich schon angefangen. Ich werde gleich runterfallen. Ich weiß es jetzt schon. Oh mein Gott. Okay, doch nicht. So, und jetzt kann ich nämlich das andere, ist dann relativ eng. Ist jetzt was she said. Oder he said. Ach komm, mach ich halt doch beide einzeln hier. Ein Hurensohn. So. Damit wäre dann das Dach soweit. Also die Zwischendecke jetzt. Das eigentliche Dach ist ja das, was dann oben drauf kommt und das, was spitzt ist. Aber die Zwischendecke hier, das Dach dieser Etage. Er ist fertig. Oder die Decke dieser Etage. Ist ja kein Dach denn. Das heißt ja Decke. So. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal von außen an. In Bezug darauf, um halt zu entscheiden, ob tatsächlich noch eine Etage drauf kommt oder ob wir es so lassen. Also von der Höhe her sieht das so schon ganz geil aus. Das heißt, wenn wir es jetzt höher bauen, können wir es damit wieder verwursteln. Weil jetzt so, ne, passt es fast. Wenn wir es noch höher bauen, dann wird es halt bis da gehen, mindestens. Also, ne, da wo meine quasi mein Cursor hin zeigt, das würde dann mindestens bis so hoch gehen, wenn wir jetzt noch eine Etage drauf bauen. Dann nochmal das spitze Dach drauf, das heißt, die Mitte geht dann bis da. Das könnte dann zu groß werden. Das ist. Nee, komm, wir lassen es so. Zwei Etagen reichen vollkommen aus. So, dann müssen wir dann nächstes Mal natürlich auch noch die Balkone, die, ja doch, die Balkons ranbauen. Ja, genau. Jo, aber ich würde mal sagen, das machen wir nächstes Mal, nächste Folge. Ich mache für heute erstmal Feierabend. Das, also für euch, ne, ich habe ja jetzt, also. Für euch ist das quasi erstmal nur die erste Folge zu Ende. Kommt ja noch eine. Aber für mich ist heute erstmal Feierabend. Die Folge, die für euch heute morgen kommt. Ach Quatsch. Die Folge, die für euch heute noch kommt, nehme ich erst morgen auf. Von daher. Bis gleich. Ciao.